Und wir schauen mal, was die Opposition so denkt über die aktuellen Entwicklungen im Land. Per Skype uns zugeschaltet der Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Lindner. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, Herr Lindner. Hallo aus dem Reichstag, Frau Ohm. Ich grüße Sie auch. Herr Lindner, wir sehen es also, dem Staat brechen wegen Corona die Steuereinnahmen weg. Jetzt hören wir SPD-Chef Walter Borjans, der meint, höhere Steuern seien die Lösung. Da rennt er bei Ihnen ja wahrscheinlich offene Türen ein, oder? Ja, genau. Spaß beiseite, das ist natürlich töricht. Viele Menschen haben jetzt private Rücklagen auflösen müssen. Viele Betriebe haben Eigenkapital eingesetzt. Und in diesen Zeiten jetzt höhere Belastungen anzukündigen, ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir müssen ein Wachstumspaket schnüren, um Arbeitsplätze sicher zu machen und um Investitionen, auch privaten Konsum, anzuschieben. Also was jetzt von der Regierung zu erwarten wäre, ist ein Signal, dass wir von der Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle, am besten noch in diesem Jahr, über eine Veränderung des Einkommenssteuertarifs bis hin zu Abschreibungen, zum Beispiel für Investitionen in digitale Wirtschaftsgüter, alles dafür tun, dass die Wirtschaft wieder ans Leben kommt, dass die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land zunimmt. Das kann zugleich auch ein Vorteil sein, um langfristig Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Jetzt geht es aber erst einmal darum, überhaupt wieder auf die Aktivseite zu kommen, wieder Bewegung ins Land zu bringen. Herr Lindner, wie haben Sie die Äußerung der Bundeskanzlerin vor 2 Tagen bei der Fragestunde im Parlament aufgenommen, als es auch um die Steuererhöhung ging und sie die ausschloss, aber hinzufügte, im Moment? Das war eine vage Aussage. Tatsächlich erwarte ich aber auch jetzt keine Steuererhöhung durch die Große Koalition. Das wird ein Gegenstand des Bundestagswahlkampfs sein. Sie haben schon zitiert, die Sozialdemokratie äußert sich in der Richtung, übrigens nicht nur zur Erhöhung aktiver Einkommenssteuern, sondern da gibt es ja auch Befürworter einer Vermögensabgabe. Wir hören das von der Linkspartei, und die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat ebenfalls angezeigt bei ihrem Länderrat neulich, dass sie die Belastungen erhöhen möchten. Geschickterweise sagen die Grünen nicht wie, aber klar ist, sie wollen. Die Union ist in diesen Fragen näher bei uns, wenngleich wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Union lieber vor Wahlen über Steuersenkungen spricht, als sie nach Wahlen zu beschließen. Aber das wird ein Gegenstand des Bundestagswahlkampfs sein. Und ich habe ja schon unterstrichen, wir glauben ohnehin, dass schon vor Corona die Belastungen in Deutschland zu hoch waren. Im internationalen Vergleich sind wir an der Spitze. Im historischen Vergleich war die Steuerquote so hoch wie niemals zuvor in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb wäre es ohnehin nötig gewesen, etwas zu tun. Jetzt ist es sogar dringlich. Und viele der Zuschauerinnen und Zuschauer werden fragen, wie finanziert man das? Das wird nur gehen durch Disziplin in den öffentlichen Haushalten. Wir müssen auf den Prüfstand stellen, was brauchen wir tatsächlich an Ausgaben, wo muss der Staat mehr tun, etwa bei Gesundheit oder Blaulichtorganisationen, der Bundeswehr und der Infrastruktur. Was können wir uns aber nicht leisten? Dazu gehört eine Grundrente, nicht nur für Bedürftige, sondern auch als Gießkannenleistung für diejenigen, die eigentlich im Haushalt gut abgesichert sind und sie gar nicht brauchen. Aber was ist mit denjenigen, die im Haushalt nicht gut abgesichert sind und sie sehr wohl brauchen könnten? Ja, für die brauchen wir eine Basisrente, überhaupt kein Problem. Aber das ist eben nicht die Grundrente. Die Grundrente verwischt das Prinzip der Lebensleistung, schafft neue Ungerechtigkeiten durch die harte Abrisskante von 35 Beitragsjahren. Und sie wird auch an diejenigen gezahlt, die eigentlich gut abgesichert sind durch Ehefrau oder Ehegatten. Und deshalb brauchen wir ein anderes Modell, das ganz zielgerichtet bei der Bedürftigkeit ansetzt, dort dann für einen Lebensabend ohne existenzielle materielle Sorgen beiträgt. Aber das, was die jetzt machen, das ist nur teuer, aber gar nicht
zielgerichtet wirksam. Herr Lindner, ein weiteres Thema, was im Moment wahnsinnig viele Menschen nicht nur beschäftigt, sondern da gehen, ich erlebe das gerade auch im Umfeld, im eigenen, da gehen Freundschaften fast zu Bruch dran, nämlich die Art und Weise, wie gehen wir mit den Corona-Beschränkungen um, was machen wir mit denjenigen, die Verschwörungen am Horizont sehen. Wir haben wieder Demonstrationen am Wochenende. Was machen wir? Wie gehen wir mit dieser Situation um, die ja ganz offensichtlich spaltet bis in die engsten Beziehungen von Menschen hinein? Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen für ihre Bürgerrechte streiten. Es ist auch notwendig, dass staatliche Maßnahmen und Einschränkungen der Freiheiten hinterfragt werden. Wir als Freie Demokraten hier im Parlament haben ja schon vor Wochen gesagt, dass viele Freiheitseinschränkungen nicht mehr verhältnismäßig waren, nicht mehr notwendig waren, nicht mehr begründbar waren mit dem Gesundheitsschutz. Jetzt hat sich das staatliche Krisenmanagement ja auch ein Stück weit verändert. Das muss man ja anerkennen. Auch hier in Berlin hat die Gastronomie zum Beispiel wieder geöffnet. Also da hat es schon einiges an Veränderungen gegeben. Ich mache mir Sorgen um Schulen und Kitas. Viele Familien sind in Not, Eltern mit den Nerven fertig. Also man kann und muss das weiter kritisch diskutieren. Aber das hat nichts zu tun mit Verschwörungstheorien. Also ich bin Angehöriger der parlamentarischen Opposition. Ich sehe manche Abwägung von Frau Merkel kritisch. Aber zu unterstellen, es gäbe irgendwelche dunklen Machenschaften, um ein eingebildetes Virus oder erfundene Krankheiten zum Anlass zu nehmen, um in unserem Land eine Diktatur auszurufen, das ist abwegiger Unsinn. Und ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen legitimer, notwendiger Kritik, auch der Debatte über alternative Herangehensweisen, Umgangsformen mit einer Pandemiebedrohung. Aber die Machenschaften und Intentionen, die da unterstellt werden, die muss man ins Reich der Legenden verweisen. Herr Lindner, wie geht es jetzt eigentlich mit Ihrem Parteifreund Thomas Kemmerich in Thüringen weiter? Der lässt einige Aufgaben erstmal ruhen. Kann er überhaupt noch in der FDP bleiben? Ja, also die Diskussion Thilo Sarrazin und Boris Palmer bei SPD und Grünen, die haben ja gezeigt, in unserem Verfassungsstaat kann man nicht einfach so sagen, jemand wird rausgeworfen. Würden Sie es denn gerne deshalb tun? Bin ich mit diesen, ja, das sind ja Rechtsfragen und keine politischen Fragen. Und deshalb bitte ich einfach um Nachsicht. Ich möchte nicht Sarrazin und Palmer Debatten in der FDP haben. Herr Kemmerich lässt seine Ämter im Bundesvorstand ruhen und überdenkt seine politische Zukunft. Das ist richtig so. Denn gerade unsere kritische Position gegenüber mancher Freiheitseinschränkung durch die Regierung ist ja in ein völlig falsches Licht gerückt worden durch seine Teilnahme eben an einer Demonstration, wo auch nun wirklich suspekte Kreise beteiligt waren. Und das passt nicht zur FDP. Und da sind wir ein Stück in die Defensive geraten mit unseren Argumenten. Das liegt jetzt hinter uns, aber die Klärung war nötig. Die Vorsitzende der Julis, Ria Schröder, hat ja unseren schreibenden Kollegen ein Interview gegeben und hat kritisiert, die FDP würde sich in übertriebenen Zuspitzungen und Nebenkriegsschauplätzen so ein bisschen aufreiben. Hat sie recht? Naja, Kemmerich, sage ich nur. Und darüber hinaus? Ja, müsste man konkret sagen, was sie meint. Es gibt in allen Parteien ein Spektrum von Temperamenten, von Stil. Und so ist das in der FDP auch. Und was für den einen ein Nebenkriegsschauplatz oder eine Übertreibung ist, ist für den anderen eine sinnvolle oder unterhaltsame Zuspitzung. Das sind eben dann auch Geschmacksfragen. Ich jedenfalls bin froh, dass wir eine politische Bandbreite mit unterschiedlichen Persönlichkeiten haben, die aber in einem verbunden sind, nämlich dem Einsatz für Freiheit und Eigenverantwortung. Und wir haben eine Reihe von Themen, die ja hohe Aktualität gewinnen. Ich denke an Bürgerrechte, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, Digitalisierung in der Bildung und in der öffentlichen Verwaltung. Und ich persönlich empfehle meiner Partei, sich um die Sachthemen zu konzentrieren und diese Metadebatten, die Metadebatten anderen zu überlassen. Metadebatte, damit meine ich so Personaldebatten, Stilfragen,
Ich glaube, da interessiert sich das Publikum auch nicht wirklich dafür, wenn man Sorgen hat um den eigenen Arbeitsplatz. Herr Lindner, Sie haben einige der Themen gerade angesprochen, die tatsächlich echte liberale Themen sind. Die Freiheit, die Wirtschaft gerade, das wird massiv im Land thematisiert. Und dennoch kann Ihre Partei davon zumindest in den Umfragen nicht profitieren. Warum nicht? Woran liegt's? Was machen Sie falsch? Ja, Frau Ohm, ich bitte genauer hinzusehen. Tatsächlich ist es ja so, dass der ganz überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung ja zufrieden und einverstanden ist mit Freiheitseinschränkungen. Und es gibt nur einen relativ kleinen Teil von Menschen, die die jetzigen Lockerungen begrüßen oder noch darüber hinausgehen wollen, wie wir. Das ist nun eben eine Realität, die ich anerkenne. Aber wir gehören nicht zu denen, die mit den Wölfen heulen oder sich nach der Mehrheitsmeinung in Umfragen orientieren, sondern wir wollen eher umgekehrt die Menschen überzeugen von unserer Position, selbst wenn sie noch nicht unsere Überzeugungen teilen. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht und sagen, ja, viele sind zufrieden mit den Freiheitseinschränkungen. Wir werden kritisiert, weil wir Druck machen bei der Öffnung von Schulen. Ich sehe das ja in meinem E-Mail-Posteingang. Und trotzdem, Frau Ohm, trotzdem setzen wir uns für Bürgerrechte ein. Trotzdem wollen wir Kitas und Schulen öffnen. Trotzdem wollen wir Gastronomie und Handel und Hotels und Produktion wieder öffnen, wenn die Hygieneregeln und die Abstandsregeln eingehalten werden. Selbst wenn das heute kein Mehrheitsprogramm ist, ich bin sicher, es ist eine Investition in die langfristige Glaubwürdigkeit, weil es zeigt, eine Partei hat auch dann einen Kompass, wenn es nicht immer den Applaus des Tages gibt. Herr Lindner, ich bedanke mich für das Interview. Ihnen ein schönes Wochenende, wenn es denn dann für Sie beginnt. Danke Ihnen.